ihre Lehrmaterialien, die sie jetzt schon wahrscheinlich gelernt haben, was das mit dem Klinikum zu tun hat. Ich werde Ihnen nicht viel lexikalisches Wissen heute übertragen, also Sie müssen nicht besonders mitschreiben oder so. Und es wird ja heutzutage sowieso alles aufgenommen. Schreiben verlernt die Menschheit ja langsam. Also ich werde eher ein bisschen Ihnen demonstrieren, was es für interessante Zusammenhänge zwischen Anatomie und Klinikum gibt. Es geht hier hauptsächlich um die Muskulatur. Sie haben doch Muskeln schon gelernt, oder? Sina, haben Sie Muskeln schon gelernt? Ja, Sie haben schon angefangen, auch zu präparieren und solche Sachen zu machen, oder? Ja, haben wir. Also obere Extremität oder auch schon untere Extremität? Die meisten haben untere Extremität schon abgeschlossen, glaube ich. Bitte? Ja, die meisten haben schon? Also nicht alle, aber die meisten haben die unteren Extremitäten schon abgeschlossen. Sehr gut. Na, dann werden Ihnen viele Sachen bekannt vorkommen, die ich Ihnen hier heute präsentieren werde. Okay, aber vorher ein bisschen einen interessanten Zusammenhang zwischen verschiedenen Sachen, die Sie wahrscheinlich auch schon aus dem allgemeinen Leben kennen. Diese Begriffe, die ich Ihnen hier präsentiere, haben Sie sicherlich schon mal gehört. Schiefhals, Skoliose, Klumpfuß oder Spastika. Das sind Begriffe, die man auch in dem alltäglichen Leben ab und zu mal hören kann und reden kann. Wenn Sie jetzt hier im Raum wären, dann würde ich Sie fragen, dass Sie Ihre Hände bitte heben, die mindestens einen oder zwei der Begriffe schon mal gehört haben. Und die meisten heben in dieser Situation die Hände. Okay, stellen Sie sich mal vor, es gibt sehr interessante Sachen, die im alltäglichen Leben etwas mit den Problematiken des Bewegungsapparates zu tun haben. Zum Beispiel, dieser Pilz heißt Klumpfußpilz. Ich werde Ihnen gleich zeigen, warum der Klumpfußpilz heißt. Oder es gibt dann dieses Gemälde in diesem kleinen französischen Museum, Louvre genannt, der Junge mit dem Klumpfuß. Also kann man auch in verschiedenen Museen eventuell beobachten. Und diese Person kennen viele von Ihnen. Der Glöckner von Notre Dame ist doch auch eine sehr bekannte Geschichte. Und jeder weiß, dass der Herr Quasimodo einen Buckel hatte. Aber nicht jeder weiß, warum der Herr Quasimodo einen Buckel hatte. Und ich kann Ihnen jetzt schon verraten, dass der auch ein Orthopädenpatienten war, Patient war mit einer Bewegungsapparatskrankheit, die mit der Anatomie der Wirbelsäule etwas zu tun hat. Okay, aber fangen wir noch ein bisschen von weiteren Zusammenhängen an, die mit der Anatomie und mit eventuell anderen allgemeinen Sachen zu tun haben. Welcher Muskel ist das? Wer kann mir das sagen? Kopfmuskulatur, dann Halsmuskulatur, haben Sie die schon gesehen? Ich glaube, das ist vielleicht noch nicht das Thema gewesen, ja, oder? Mastoideus? Ja, sehr gut. Jemand hat es schon gehört. Der Muskel heißt der Musculus sternocleidomastoideus. Okay, davon haben wir zwei. Beide sind in unserer vorderen Halsregion. Jeder kann sich selber auch sehr gut austasten, diesen Muskel. Bei manchen ist es besser zu tasten, bei anderen weniger. Gut, dann haben wir nun diesen Muskel. Und stellen Sie sich mal vor, es gibt eine Krankheit, vorhin schon erwähnt, Schiefhals oder auf Latein torticollis genannt. Eine angeborene Krankheit, die wegen der Problematik dieses Muskels, des Musculus sternocleidomastoideus, entsteht. Da gehen wir jetzt nicht ins Detail rein, weil dann kann ich Ihnen im vierten Jahr gar nichts mehr unterrichten, wenn ich alles heute in einer Vorlesung erzähle. Aber darüber werden Sie später dann auch noch lernen. Aber es ist auf jeden Fall eine Problematik des Muskels, des sternocleidomastoideus Muskels. Okay, und wenn das Baby dann größer wird, dann ist es noch mehr sichtbar, dass es nicht nur ein Schiefhals ist, sondern dass es nach einer Zeit auch zu einer sehr starken Fehlhaltung des Kopfes kommt und auch nach einer Zeit zu einer Asymmetrie des Gesichts kommt, wenn es nicht behandelt ist. Hier auf diesem Bild sieht man sehr schön, wie der Musculus sternocleidomastoideus bei diesem Jungen sehr, sehr angespannt ist und wie der Kopf dann auch schief steht und wie das Gesicht auch asymmetrisch wird nach einigen Jahren, wenn es nicht behandelt wird. Okay? Aber wir sollten es behandeln.
und zwar so früh wie möglich. Was meinen Sie, wie sollte man sowas behandeln? Wer hat da so eine Idee? Kann man auch über Internet machen, zu fragen, oder? Wer hat da so eine Idee? Sagen Sie mir, egal was, was Sie gerne möchten. Es wird auf keinen Fall wehtun. Zu schauen, als einfach nur zu beraten. Ich habe keine Ahnung, vielleicht mit einer Schiene den Kopf in die richtige Halterung bringen. Das könnte man machen. Das ist auch eine Behandlungsmöglichkeit. Das nennt man eine konservative Behandlungsmöglichkeit. Mit irgendeiner Orthese versuchen, den Kopf oder mit Krankengymnastik in die richtige Richtung zu biegen. Und was ist, wenn das nicht funktioniert? Sieht man das hier gut? Ja, sieht man das hier gut? Sieht man gut, oder? Hat man Messer zu Hause? Hat man, oder? Dann was kann man machen? Wir denken jetzt einfach. Wir denken jetzt wie Leute im Mittelalter. Man trennt den Muskel ab. Sehr gut. Man schneidet durch. Und das hat man auch gemacht. Stellen Sie sich das vor. Man hat nach einer Zeit, gab es Leute, die Messer hatten, nicht nur zu Hause, sondern auch ein bisschen eventuell mit dem Messer auch tagtäglich umgegangen sind, zum Beispiel Barbiere oder Haarschneider, Friseure, die hatten ein bisschen mehr Vertrauen in sich selber und zu ihrem Messer und die haben dann angefangen, sowas zu behandeln im Mittelalter und haben ganz einfach gesagt, okay, lassen wir uns ganz einfach diesen sich anspannenden Muskel hier unten von der Clavicula abtrennen. Okay, die anatomischen Kenntnisse waren nicht so immer so präzise wie heutzutage. Nicht jeder Friseur hat gewusst, dass die Vena jugularis interna und externa unter diesem Muskel verlaufen. Manchmal war der Schnitt auch ein bisschen zu groß vielleicht, also da gab es eher andere Probleme. Aber es gab auf jeden Fall Leute, die sich das getraut haben und versucht haben, diese Deformität des Halses irgendwie mit einem Messer zu behandeln. Und stellen Sie sich mal vor, was dann aus dieser Sache herausgewachsen ist, als das schon mehr in der Routine war und die Ärzte, die dann natürlich dafür ausgebildet waren, auch mehr bessere Kenntnisse hatten. Dann kam der gewisse Herr Andri 1741 und hat gesagt, es gibt die Kunst, das war sein Wort, ich werde es gleich zeigen, es gibt die Kunst, bei Kindern Deformitäten des Körpers zu verhindern und zu beseitigen. Und er hat auch diese interessante Zeichnung in die Welt gesetzt mit dem schwachen, deformierten, krummen, kleinen Baum und das dann mit einem Pfahl gestützt werden kann. Hier ist ein Wort, hier ist ein Buch auf Französisch, hier steht die Kunst. Und er hat als erstes den Begriff Orthopädie verwendet. Er hat gesagt, orthos auf Griechisch bedeutet gerade, peidos bedeutet Kind, also das gerade Kind. Und wenn man die beiden Wörter zusammenzieht, dann kommt Orthopädie raus. Und dadurch ist der Begriff auch entstanden. Viele denken heutzutage, das mit der Pädie, das hat irgendwas mit dem Fuß zu tun, aber das hat nichts mit dem Fuß zu tun, sondern Orthopädie ist in diesem Fall, hat etwas mit den Kindern zu tun. Gut, also dadurch ist dann durch diese Sache, durch diese Entwicklung, dass man angefangen hat, Deformitäten zu beobachten von Muskeln eventuell oder von Knochen, Abweichungen von der normalen Anatomie beobachtet hat, hat es dann dazu geführt, dass ein Fach entstanden ist, was wir auch heute betreiben. Es hat sich natürlich viel, viel entwickelt und sehr, sehr ausgebreitet, aber die Wurzel unseres Faches, was wir machen, liegt in der Kinderorthopädie und in der Behandlung von anatomischen muskulären Deformitäten. Okay, na dann machen wir mal ein Beispiel, ein anderes Beispiel. Das haben Sie sicherlich schon gelernt. Oder die knöcherne Wirbelsäule, das müsste schon gewesen sein. Ja, gut. Wir wissen, dass die knöcherne Wirbelsäule in der Frontalebene normalerweise gerade ist und in der Sagittalebene, also von der Seite gesehen, zwei Krümmungen hat. Eine Krümmung nach vorne, dann eine Krümmung nach hinten, dann wieder eine Krümmung nach vorne und das Sacrum
ist auch nach hinten gekrümmt. Diese Krümmungen heißen Kyphose und Lordose. Schon mal gehört? Ja, oder? Ich denke, ja. Ich hoffe, das haben Sie auch jetzt schon langsam gelernt. Gut. Aber die knöcherne Wirbelsäule in sich selber ist natürlich nicht genügend. Man braucht auch für jede Knochenstruktur und für jedes Gelenk Muskulatur, die das Ganze zusammenhält und die das Ganze dann auch bewegt. Das ist eine sehr ausgeprägte, starke Rückenmuskulatur. Nach meiner Erfahrung haben Sie diese noch nicht präpariert wahrscheinlich, Muskeln des Körpers, oder? Das kommt doch. Aber es ist eine sehr, sehr ausgeprägte, sehr komplizierte und zusammengesetzte Muskulatur. Und diese Muskulatur ist natürlich dafür verantwortlich, dass sie unsere Wirbelsäule in dieser normalen Position sowohl in der Frontalebene als auch in der Sagittalebene hält und auch die Bewegungen der Wirbelsäule teils möglich macht. So, was passiert, wenn diese Muskulatur irgendwie nicht richtig funktioniert? Es entsteht eine Deformität wieder. Es entsteht eine sogenannte Skoliose, eine Deformität der Wirbelsäule. Das ist auch ein sehr altes Problem, bekannt schon seit Hippokrates in der Orthopädie. Damals war es noch keine Orthopädie, aber in der Orthopädie schon immer bekannt. Deformität der Wirbelsäule, Skoliose. Man hat es gesehen, viele Krankheiten des Bewegungsapparates sind gut sichtbar, auch von außen. Deswegen hat man das auch sehr schnell beobachten können. Man muss nur ganz einfach drauf gucken und man sieht, dass hier etwas nicht stimmt. Also der Rücken ist deformiert. Okay, wenn man das natürlich dann mit einer Röntgenaufnahme auch macht und wenn die Krümmung dann noch mehr ausgeprägt ist, dann sehen wir auch natürlich auf der Röntgenaufnahme diese starke Deformität der Wirbelsäule in der Frontalebene. Aber es ist, stellen Sie sich vor, nicht nur eine Deformität in der Frontalebene, wie man das als erstes denken würde, sondern es ist eine dreidimensionale Deformität. Sie ist auch in der Horizontalebene präsent, also eine Rotationsdeformität der Wirbelkörper. Und durch diese Rotation der Wirbelkörper entsteht nicht nur Deformität der Wirbelsäule, sondern es entsteht auch eine Deformität des Brustkorbes, wenn dieser Teil der Wirbelsäule, also der thorakale Teil der Wirbelsäule, betroffen ist. Hier sehen wir, durch die Rotationsproblematik des Wirbelkörpers sind natürlich die Rippen auch deformiert. Es entsteht eine Rippenbogen-Asymmetrie und der ganze Brustkorb ist deformiert. Natürlich sieht man das, wenn man das von hinten beobachtet. Das wird ein Buckel genannt. Die Deformität dieser Rippenbögen, die man von außen natürlich auch sehr gut sehen kann. Und jetzt kommen wir zurück auf den Herrn aus dem Film oder aus dem Musical oder aus dem Theaterstück, egal wie man es nennt. Herr Quasimodo war ein Skoliose-Patient. Er hatte eine sehr starke Wirbelsäulendeformität wahrscheinlich. Ich habe ihn selber nicht untersuchen können, aber er hatte wahrscheinlich eine sehr starke Wirbelsäulendeformität und auch eine Brustkorbdeformität, wodurch ein Buckel entstanden ist. Und Herr Quasimodo hat zwar sein Leben für seine Liebe geopfert, oder kennen wir die Geschichte, er war ja verliebt und hat sich dafür geopfert. Aber stellen Sie sich vor, er wäre auch wahrscheinlich nicht 80 Jahre alt geworden. Und zwar deswegen, weil durch die starke Brustkorbdeformität, die entstanden ist, sind ja auch die inneren Organe unseres Brustkorbes, da gibt es so einige, die vielleicht auch notwendig sind zum Leben, sowas wie Lunge und Herz, das braucht man. Na? Sogar Männer haben ein Herz, Sina. Manchmal ist es unglaublich, aber sie haben ein Herz. Also man hat diese inneren Organe und die sind natürlich in dem Brustkorb zusammengequetscht, wenn der Brustkorb deformiert ist. Und es entsteht eine viel größere Problematik als nur die Deformität sozusagen der Wirbelsäule. Es entsteht eine Herz- und Lungenproblematik, ein langfristiges Herz- und Lungenversagen. Und die unbehandelten Skoliosefälle, und Quasimodo war einer wahrscheinlich, die unbehandelten Skoliosefälle haben sehr schlechte Lebenserwartungen,
auf die lange Frist im Vergleich mit Patienten, die das nicht oder mit Menschen, die das nicht haben. Denn die Wirbelsäulendeformität macht eine chronische oder verursacht eine chronische Atmungs- und Kreislaufproblematik. Deswegen müssen wir uns damit natürlich beschäftigen. Okay, also fangen wir erstmal an. Eine falsch funktionierende Muskulatur, als Konsequenz eine Deformierung der Wirbelsäule, als Konsequenz eine Deformierung des Brustkorbes, welches dann auch auf die inneren Organe einen sehr starken Einfluss hat. Dementsprechend von der muskulären Problematik kann es dann zu einer langwierigen, auch Lebenserwartungen verkürzenden Situation kommen. Natürlich, heutzutage können wir das gut behandeln. Ein sehr großer Teil der Wirbelsäulen, der Orthopädie ist die Wirbelsäulenchirurgie. Heute gibt es sehr moderne Verfahren, das zu behandeln. Und man kann die Wirbelsäule wieder in eine fast gerade oder total gerade Funktion bringen. Man kann die Brustkorbdeformität natürlich auch wieder lösen. Und dadurch hat der Patient dann wieder schöne, normale Lebenserwartungen. Und jetzt kommt nochmal die Genialität von dem Herrn Andri. Als er diese Zeichnung gemacht hat, hat er überhaupt keine Ahnung gehabt von der Cottrell-Dubosset-Operation für die Wirbelsäulendeformität. Aber was er als Symbol damals aufgestellt hat, schauen sich die Parallelitäten zwischen der orthopädischen chirurgischen Versorgung auf der Röntgenaufnahme und seiner Zeichnung an. Und dieser Baum wird auch heutzutage noch als der sogenannte Orthopädenbaum genannt und in vielen orthopädischen Praxen in Deutschland oder auch in Kliniken finden Sie irgendwo auf dem Korridor oder neben dem Eingang dieses Symbol, denn das ist weltweit das Symbol der Orthopädie. Okay, na gut, jetzt kommen wir auf ein anderes Beispiel. Den Muskel haben Sie aber sicherlich schon gesehen, oder? Wer sagt mir den Namen des Muskels? Ist übrigens auch dorthin geschrieben, aber trotzdem. Ich habe Zeit. Diese ganze Muskelgruppe hier. Quadrizeps? Bitte? Der Quadrizeps? Quadrizeps femoris. Sehr gut. Der Quadrizeps femoris, wie es auch in seinem Namen drin steht, besteht aus 4 Muskelteilen. Es gibt 3, die genauso heißen. Die heißen Vastus, Punkt, Punkt, Punkt. Und wie heißt der 4.? Der heißt anders. Schnell die Anatomiebücher rausnehmen, damit wir auch zeigen können, dass Sie das auch schon alles wissen. Meinen Sie den Musculus rectus femoris? Genau, den meine ich. Denn der ist der 4. Der heißt anders als die Vastus und der heißt rectus femoris. Wer kann mir sagen, was der Unterschied zwischen den 3 Vastus, ich nenne sie manchmal the Vastus Brothers, als wäre es eine Rockgruppe oder eine Jazz-Trio, und dem rectus femoris. Wer kann mir sagen, was der Unterschied ist? Der Ansatz? Nein, der Ansatz ist kein Unterschied. Denn der Ansatz ist hier unten über die Patella, die sogenannte Patellasehne oder Ligamentum patellae proprium. Der Ansatz ist für alle 4 dasselbe. Übrigens brauchen wir diesen Muskel, denn durch diesen Muskel können wir unser Kniegelenk strecken. Und unser Kniegelenk strecken wir an einem Tag mindestens 325 Mal. Was ist dann der Unterschied, wenn nicht der Ansatz? Der Ursprung und die Funktion. Der Ursprung, ja, und dadurch natürlich auch die Funktion. Und was ist wahrscheinlich der, wer kann mir sagen, was der grob gesagt, der Unterschied zwischen Ursprung ist? Ich will jetzt keinen anatomischen genauen Ursprungspunkt oder Ursprungsteil hören, sondern nur so grob gesagt. Der Rectus femoris zieht übers Hüftgelenk und macht damit auch im Hüftgelenk eine Flexion. Sehr super toll. Das war Alicia? Ja. Oh, Alicia, danke. Das war so schön formuliert, dass ich das nochmal wiederhole. Der überzieht das Hüftgelenk und macht auch im Hüftgelenk eine Flexion eventuell. Und Alicia, sagen Sie mir bitte, woher kommen die anderen 3? Wo ist der Ursprung der Vastusmuskeln?
Habe ich noch Zeit, Flexig Dielmann? Ja, natürlich. Ich habe noch ein bisschen Zeit, oder? Gut. Der entspringt ja eigentlich am proximalen Femur. Ja, also am Femur, ganz einfach gesagt. Die drei überbrücken das Hüftgelenk nicht, sondern nur der Rectus Femoris überbrückt das Hüftgelenk. Okay, Sie würden sagen, was ist denn hier interessant an dieser Sache? Das ist doch langweilig. Also warum werde ich überhaupt damit konfrontiert mit diesem anatomischen Unterschied? Okay, ich lerne es und dann ist fertig. Na gut, dann zeige ich Ihnen mal den Unterschied. Sie sind in einer klinischen Ambulanz, kinderorthopädischen Ambulanz. Auf einmal kommt ein Junge rein und Sie sehen, dass der hinkt. Der kann sein Kniegelenk nicht richtig beugen. Man zum Laufen, wenn Sie jetzt hier wären, würde ich Ihnen so eine kleine Hip-Hop-Demo machen, wie man läuft. Auf jeden Fall, wenn man läuft, muss man ja sein Kniegelenk beugen. Anders geht's nicht. Und wenn jemand sein Kniegelenk aus irgendeinem Grund nicht richtig beugen kann, dann kommt es dazu, dass man hinkt. Okay, das sehen wir. Das ist von außen sehr gut sichtbar. Jetzt kommt nur die Frage, warum kann der arme Junge sein Kniegelenk nicht beugen? Okay. Und jetzt kommt so ein kleiner Seitensprung, was für mich auch damals eine sehr große Überraschung war, als ich den Sobota-Atlas zufällig durchstudiert habe. Durchgeblättert, will ich mal so sagen, ohne jetzt irgendwie ein bisschen zu übertreiben, durchgeblättert habe und habe dort in dem Sobota-Atlas diese Zeichnung gefunden. Diese Zeichnung gehört eigentlich nicht besonders in einen anatomischen Atlas, weil diese Zeichnung, stellen Sie sich mal vor, die zeigt, es gibt auch eine Unterschrift darunter natürlich, die zeigt uns, wohin man eines der wichtigsten oder grundlegendsten Tätigkeiten eines Arztes setzen sollte. Was meinen Sie, was ist eine der grundlegendsten Tätigkeiten eines Arztes? Abtasten, okay, das sieht man auf dem Bild. Aber ich denke jetzt an eine Behandlungsmöglichkeit. Eine intramuskuläre Injektion verabreichen, also eine Impfung zum Beispiel. Super, zum Beispiel. Eine Impfung, das ist doch heutzutage auch so ein bisschen aktuelles Thema, oder? Man muss es intramuskulär setzen. Okay, und der Sobota-Atlas zeigt uns, wohin man die intramuskuläre Injektion, wenn man sie in den Oberschenkel eingibt, setzen sollte, lateral, in den Vastus lateralis. Okay, sehr interessant. Denn setzen wir diese intramuskulären Injektionen nicht in den Vastus lateralis, besonders wenn wir das häufig machen, zum Beispiel irgendein Medikament, sagen wir mal, jeden Tag verabreichen müssen, intramuskulär, und es nicht wechseln, wohin wir es geben, Antibiotika oder Spritzen oder egal was, dann entsteht durch die häufige Anwendung einer intramuskulären Injektion eine Vernarbung. Und diese Vernarbung kann zum Beispiel in dem Muskelgewebe erscheinen oder passieren. Man sieht es zum Beispiel hier auf diesem Bild. Hier sieht, ist es nicht nur die Vernarbung des Muskels, sondern hier ist es auch schon das Subkutangewebe. Deswegen sieht man hier in der Muskulatur und in dem Subkutangewebe dieses Kindes diese kleinen Einwölbungen. Also dort sind Narben. Und ein Muskel, der vernarbt ist, der ist nicht mehr elastisch, natürlich. Der ist rigider, kann sich nicht mehr so gut ausdehnen. Und wenn ich mein Kniegelenk beuge, dann muss ich mein Quadriceps femoris ausdehnen können, weil wenn er sich nicht ausdehnt, wenn er straff ist, dann kann ich mein Kniegelenk nicht richtig beugen. Jetzt ist meine Hand mein Kniegelenk, aber Sie verstehen es sicherlich. Also eine Elastizität der Quadrizepsmuskulatur brauchen wir, weil wenn das nicht geht, dann können wir das Kniegelenk nicht beugen. Und wenn ein Kind sehr viele Narben bekommen hat, beziehungsweise Spritzen bekommen hat und der Muskel vernarbt ist, dann entsteht diese Problematik, besonders wenn man die muskuläre Injektion nicht lateral setzt, sondern nach vorne in die vordere Seite des Oberschenkels. Wir legen das Kind auf den Bauch. Ach so, wir entscheiden als Orthopäden, dass wir hier was tun müssen. Wir müssen operieren, wir müssen den Muskel irgendwie verlängern, damit der sich überhaupt anpassen kann an die Kniebeuge.
Funktion. Legen wir das Kind auf den Tisch, versuchen das Kniegelenk zu beugen. Es geht nicht. Okay, ich bin ein sehr erfahrener Orthopäde, schaffe das Kind in die Klinik und bei der Professorenvisite präsentiere ich das Kind und sage dem Herrn Professor, Herr Professor, der Patient hat eine Quadrizepsverkürzung wegen einer Vernarbung durch viele Injektionen und ich möchte den verlängern. Da sagt Herr Professor, hey, lass mich das auch mal untersuchen, ich will das auch mal sehen. Der untersucht und sagt, na siehste, ich bin der Professor, du bist doof, du kannst das Kniegelenk nicht richtig beugen, schau dir mal an, das Kniegelenk ist voll beugbar. Keine Operation wird gemacht. Es entsteht doch eine komische Situation. Oder man steht blöd vor dem Professor da, wenn der klüger ist als... Professoren sind immer klüger, aber na gut. Man steht dort ein bisschen komisch. Und dann fällt einem die Anatomie ein, was uns Alicia gesagt hat. Ja, aber Herr Professor, schauen Sie sich doch mal die Situation hier an. Der Patient hat doch seine Hüfte gebeugt. Und wenn die Hüfte gebeugt ist, kann es doch dazu kommen, dass der Rectus femoris sich dann eventuell anders benimmt, weil bei einer gebeugten Hüfte kann der Rectus femoris hier auch ein bisschen mehr Platz gewinnen und Sie können sofort das Kniegelenk beugen. Versuchen Sie es mal, Herr Professor, bitte, mit einem gestreckten Hüftgelenk, wie es hier zu sehen ist. Und bei einem gestreckten Hüftgelenk geht es nicht mehr. Und dann sagt der Herr Professor, okay, du bist ein kluger Junge, du hast herausgefunden, dass der Patient eine isolierte Rectus femoris Problematik hat, denn bei einer gestreckten Hüfte geht es nicht, aber bei einer gebeugten Hüfte geht es. Wir haben also diagnostiziert durch eine ganz einfache physikalische Untersuchung und durch unsere Anatomiekenntnisse, dass es der Rectus femoris ist und nicht der Vastus intermedius. Wenn der Vastus intermedius auch betroffen ist, dann kann man natürlich auch bei einer gebeugten Hüfte das Kniegelenk nicht beugen. So, und jetzt wissen wir, erstens sind wir klug, stehen ordentlich dort und zweitens wissen wir, was wir machen müssen. Wir müssen den Rectus femoris verlängern. Also, man würde sagen, Ursprung, okay, ist egal. Aber in unserem Fach ist es so, wenn man die Anatomie gut in Betracht zieht, dann kann man auch schon entscheiden, was man später eventuell lösen muss. Also, es ist überhaupt nicht unwichtig, ob wir wissen, wo ein Muskel seinen Ursprung hat. Gehen wir auf ein anderes Beispiel, zum Beispiel auf den Fuß. Der Fuß hat sehr, sehr viele verschiedene Muskeln und Sehnen auf der medialen Seite, auf der lateralen Seite. So, man sieht, dass diese Sehnen sehr wichtig sind in verschiedenen Funktionen, zum Beispiel um den Fuß, die knöcherne Struktur des Fußes, in einer normalen Position zu halten. Es ist wie eine Pferdekutsche. Es gibt Zügel auf der einen Seite und es gibt Zügel auf der anderen Seite. Und wenn man die Zügel gleichmäßig hält, dann geht die Pferdekutsche nach vorne oder das Pferd nach vorne. Zieht man an einem Zügel, dann geht das Pferd oder die Pferdekutsche, wenn es ein intelligentes Pferd ist natürlich, dann geht das Pferd in irgendeine Richtung. So tut man ein Pferd durch die Gegend lenken, normalerweise. So, und da gibt es einen ganz besonderen Muskel, den Musculus tibialis posterior. Der hat seinen Ansatz auf der medialen Seite des Fußes, besonders in der Region des os navicularis pedis, hier in dieser Region. Und dieser Muskel kann zum Beispiel eine Überfunktion bekommen. Warum? Darüber sprechen wir dann später. Aber es entsteht eine Überfunktion des Muskels. Der zieht zu stark auf der medialen Seite und es passiert das. Der Fuß wird nicht mehr gerade sein, sondern der Fuß wird in eine falsche Richtung gezogen, genannt Klumpfuß. Deswegen heißt der Pilz ein Klumpfußpilz, weil diese komische Form des Pilzes erinnert uns an die Situation des Fußes, wenn auf der medialen Seite eine zu starke muskuläre Zugkraft entsteht. Und
Das ist eine Deformität, die man wieder natürlich sofort sehen kann. Das ist eine angeborene Problematik. Also die Deformität entsteht schon vor der Geburt, während der Schwangerschaft. Wir werden dann später darüber lernen, warum und wie und was die Ursache ist und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall eine muskuläre Imbalance der Unterschenkelmuskulatur, die dann dazu führt, dass auf der medialen Seite zu starke Zugkräfte. Sie lernen über die Muskeln, Sie lernen Musculus tibialis posterior, Musculus tibialis anterior, flexor und so weiter und so fort. Erinnern Sie sich daran, erinnern Sie sich an dieses Bild, das kann man sich sehr gut einprägen. Wenn man in der Muskulatur des Unterschenkels eine Problematik hat, dann entstehen solche klinische Probleme. Die kann man natürlich lösen und das Lösen besteht darin, dass man die Sehnen von diesen Muskeln verlängert und dadurch kann man diese Asymmetrie dann auch lösen. Aber Sie müssen sich das so vorstellen, dass der Fuß von so einem Kind ist ungefähr 4-5 Zentimeter lang. Es ist ein Baby oder ein ganz kleines Kind. Man muss natürlich relativ gut die Anatomie kennen, um zu wissen, welche Muskelsehne man dann verlängern sollte. Macht man das gut, dann hat der Patient eine schöne Funktion. Macht man das nicht gut, dann entsteht das im Alter. Also Sie können sich das vorstellen, dass man mit dieser Situation nicht besonders gut zusammenleben kann. Okay. Hier zeige ich Ihnen mehrere Muskelgruppen, sowohl die Adduktoren, teils auch den Quadriceps femoris, die Flexoren des Kniegelenkes, Musculus biceps und auch den Musculus triceps suri, welcher dann seinen Ansatz auf dem Calcaneus durch die Achillessehne hat. Das sind mehrere große Muskelgruppen der unteren Extremität. Es gibt Krankheiten, wo diese Muskelgruppen gleichzeitig betroffen sein können, meistens durch Krankheiten des zentralen Nervensystems, also eine Innervationsproblematik der Muskulatur. Und wenn diese zentrale Nervensystemserkrankung die Muskelinnervation beeinflusst, dann entsteht eine muskuläre Problematik der unteren Extremität. Und das passiert bei den sogenannten Spastikern oder infantile Zerebralparese, wird das elegant genannt, diese Krankheit. Sie haben sicherlich schon Menschen auf der Straße gesehen, die so ein sehr komisches Gangbild hatten, mit so ein bisschen gebeugter Hüfte und gebeugten Kniegelenken, um so schwer gegangen sind. Haben Sie sicherlich schon gesehen. Das wird ein spastisches Gangbild genannt, denn in diesem Fall arbeiten diese Muskeln übereifrig durch die Innervationsproblematik und es entsteht eine Flexionssituation sowohl in der Hüfte als auch im Kniegelenk und in dem oberen Sprunggelenk. Man muss natürlich da auch in Betracht ziehen, dass es Muskeln gibt, die mehrere Gelenke überbrücken. Teil des Trizeps suri überbrückt übrigens auch zwei Gelenke, das Knie und das obere Sprunggelenk. Diese Muskeln haben natürlich auch einen Einfluss auf mehrere Gelenke gleichzeitig. Also es entsteht eine Flexionsdeformität, auch eine Kontraktur genannt, durch diese komplexe Problematik der Muskulatur. In der Frontalebene sieht man nicht nur die Flexionsdeformität bei diesen Kindern, sondern man sieht auch eine Adduktionsproblematik, also in der Hüfte eine zu starke Adduktion. Hier bei diesem Jungen kann man das vergleichen. Das ist die gesunde untere Extremität und das ist die kranke Extremität. Das ist von Kind zu Kind mit dieser Krankheit unterschiedlich. Es gibt welche, wo sie beide unteren Extremitäten betroffen sind. Es gibt welche, wo nur die eine oder nur die eine Hälfte des Körpers betroffen ist. Aber diese muskuläre Überfunktion der Muskulatur sieht man natürlich von außen sehr eindeutig. Hier ist ein sehr schwieriger Fall. Man sieht das mit vielen komplexen Krankheiten. Die Dame kommt vielleicht irgendwann mal bei mir in der Ambulanz vorbei. Okay. Aber man muss auch wissen, dass, wie gesagt, wenn man einen Muskel hier irgendwie versucht als Chirurg
zu verlängern oder abzutrennen, um das Problem zu lösen, dann muss man immer wieder an die Anatomie denken, wieder Ansatz und Ursprung des Muskels in Betracht ziehen, weil wenn man einen Muskel angreift, der auf zwei Gelenke auch einen Einfluss hat, dann tut man natürlich auch komplex die ganze Extremität beeinflussen. Man nennt es das Hüft, das Knie und das obere Sprunggelenk eine sogenannte geschlossene kinetische Kette, Bewegungskette, wie eine Kettensäge sozusagen, wo die Muskulatur diese Kette beeinflusst und nicht nur ein Teil der Kette, sondern auch gleich mehrere Glieder der Kette eventuell beeinflusst. Wenn man das gut durchdenkt und auch Anatomie in Betracht zieht und gut operiert, dann kann man aus dieser kompletten Deformität der unteren Extremität bei den Kindern, die eine Zerebralparese haben, eine relativ schöne, gute untere Extremität machen, mit der das Kind dann normal stehen kann, normal laufen kann und eine gute Bewegungsfunktion haben kann. Okay, die Adduktoren bei derselben Problematik sind ein Extra-Thema. Hier sind die verschiedenen Adduktoren, haben Sie sicherlich auch schon gelernt und präpariert. Die Adduktoren haben einen sehr starken Einfluss auf das Hüftgelenk. Wenn die Adduktoren eine zu starke Adduktion in dem Hüftgelenk verursachen, dann kann es bei den Zerebralparese-Patienten dazu kommen, dass es eine graduelle Luxation, also eine Ausrenkung des Hüftkopfes aus dem Acetabulum entsteht, wie man das hier auf dieser Röntgenaufnahme sieht. Also eine Adduktorenüberfunktion ist auf keinen Fall gut, weil es dann auch später auf die Hüfte eine schwerwiegende Konsequenz haben kann. Deswegen müssen wir auch, wenn wir Zerebralparese-Kinder behandeln, uns auch mit den Adduktoren und auch eventuell mit dem Musculus iliopsoas beschäftigen. Es ist also eine komplexe Problematik. Hier muss man sehr gut Anatomie kennen und auch sehr gute Entscheidungen treffen, welchen Muskel man wo angreift. Manchmal gibt es einfachere Situationen. Hier zum Beispiel ist auch ein Zerebralparese-Kind, wo nur das obere Sprunggelenk betroffen ist. Also die Problematik ist in der Trizeps surae-Muskulatur. Die Achillessehne ist verkürzt, zusammengeschrunken und auch die Muskulatur ist spastisch. Diese Kinder laufen auf den Zehenspitzen. Das machen sie nicht mit Absicht. Sie können ihre Ferse ganz einfach nicht auf den Boden runtersetzen. Und deswegen müssen wir natürlich was machen. In diesem Fall ist die einfachste Lösung und eines der klassischen Lösungen, die man machen kann, die Verlängerung der Achillessehne. Hier sieht man eine Achillessehne, bei einem Kind aufgemachte Narbe, wo man sieht, dass die Achillessehne sehr, sehr angespannt ist. Man muss sie verlängern. Dafür gibt es spezielle verschiedene Techniken. Man tut die Achillessehne in zwei Teile schneiden und die zwei Teile nebeneinander verschieben und dann das Ganze zusammennähen. Und dadurch kann man die Funktion im oberen Sprunggelenk sehr gut beeinflussen und der Patient kann wieder seine Ferse dann auf den Boden aufsetzen. Man muss nicht unbedingt aufmachen, sondern man kann die Achillessehne auch perkutan, also mit kleinen Nadelstichen, verlängern. Das ist für das Kind natürlich viel besser, weil keine große Wunde entsteht und der Eingriff ist auch schneller. Und dadurch kann man auch sehr gute Ergebnisse erreichen. Und einer meiner Aufgaben ist, dass ich Sie schon im ersten Semester schockiere mit verschiedenen Operationen. Wenn Sie Lust haben, dann zeige ich Ihnen. Und besonders, wenn das Ding hier funktioniert. Jetzt ist dieser... Okay, Moment. Da muss ich jetzt hier nochmal drauf gehen, weil... So, jetzt müsste es gehen. Dieser rote Laserpointer, der verursacht immer, dass meine Videos nicht losgehen. Habe ich mittlerweile auch gelernt. Ich bin schon alt, aber versuche mich an die moderne Computertechnik zu gewöhnen. Schauen Sie sich an, auf diesem Video, dass die Dorsalflexion im oberen Sprunggelenk nicht machbar ist. Und die Achillessehne ist sehr stark angespannt. Man hat wieder ein Messer. Chirurgen haben das meistens. Und man tut die Achillessehne, sehen Sie das Video?
Sina so guckt ganz gespannt, okay, sie sieht es. Ja, also man tut zwei kleine Stiche setzen in die Achillessehne, in die eine Richtung. Das passiert in Narkose, okay, bevor sie irgendwie jetzt noch denken, wir würden die Kinder quälen und so. Also die fühlen natürlich nichts. Und man macht dann einen Schnitt in die entgegengesetzte Richtung. Das sind also ganz kleine, drei ganz kleine Hautschnitte. Man tut die Achillessehne teils durchtrennen und dann kann man ganz einfach mit ein bisschen Kraft die Achillessehne, die Fasern der Achillessehne nebeneinander verrutschen lassen, verschieben und man kann dann eine ordentliche, schöne Dorsalflexion erreichen. Man muss das nachher natürlich eingipsen in der 90-Grad-Position, damit es nicht wieder zusammenschrumpft. Man lässt den Gips 5-6 Wochen lang dran und dann wird das wieder schön verheilen in der etwas verlängerten Position. Okay, Sie müssen wissen, dass dieser Eingriff nicht viel länger dauert als das, was ich Ihnen gezeigt habe. Also es sind wirklich chirurgische Methoden, die sind nicht sehr lange und auch keine große Belastung für das Kind. Es sind meistens Kinder, die sind betroffen mit anderen Krankheiten auch, haben auch manchmal Epilepsie und alles Mögliche. Also für diese Kinder mit Zerebralparese ist es natürlich für uns sehr wichtig, dass sie so schnell wie möglich auch den chirurgischen Eingriff auch überstehen. Okay, na gut, ich wollte Ihnen ungefähr, jetzt ist meine Zeit um, ich wollte Ihnen ungefähr das zeigen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen den Zusammenhang zwischen Anatomie und späteren klinischen Fächern, besonders Bewegungsapparatsproblematiken, nahelegen. Habe ich vielleicht Ihnen ein bisschen Lust gemacht, weiterzulernen, weil es wird manchmal schwierig. Anatomie ist groß, es ist viel, es werden Hindernisse auf Sie zukommen, das ist sicherlich so. Es wird auch nicht gleich die erste Prüfung immer geschafft, aber machen Sie weiter, weil es ist wichtig. Manchmal wird es Sie ein bisschen, es wird Sie ein bisschen überwältigen, okay, passiert auch manchmal, aber es ist wichtig, lernen Sie Anatomie. Es wird Ihnen später viel weiterhelfen, wenn Sie es lernen, besonders im Klinikum. Okay, naja, Weihnachten dieses Jahr, ich weiß nicht, was da überhaupt sein wird, aber ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie bitte gesund. Passen Sie auf sich auf. Vermeiden Sie große Halloween-Partys, wenn möglich. Denn die Krankheit ist unter uns, das sehen wir. Und versuchen Sie, auf sich gut aufzupassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir sehen uns bald, okay? Tschüss, auf Wiedersehen.